Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, das Geilen zur Stadtgenössergehende und der Let's Play-Kampagne. Solo-Koop. Wir spielen Solo diesmal alleine, ganz, ganz alleine. Und, spielen natürlich weiter auf Heldenhaft. Mission, verglast. Sind wir jetzt. Und wir haben auch keine Schädel. Also von daher... Kein Spielstand gefunden, daher müssen wir jetzt neue Missionen beginnen. Verglast auf Heldenhaft. Sieht man schon mal? Ja, hier haben wir auf Heldenhaft. Ist die Schwierigkeit abgeschlossen. Es interessiert also dem Spiel nicht mehr, ob man es Koop oder Koop oder alleine gespielt hat. Wenn du es gespielt hast, hast du es gespielt. Das heißt, wenn du es alleine auf Legendär durchgespielt hast, hast du damit keinen Mehrzweck erreicht. Okay, dann weiß ich das schon mal. Dann würde ich sagen, Mission beginnen, würde ich jetzt sagen. Verglast. Osiris muss Team Blau zu einem verglasten Planeten außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des UNSCs folgen. Das ist natürlich doof. Und was machen wir da? Soweit ich weiß, suchen wir immer auch Cortana. Und Team Blau hat sie jetzt eine Befehlsverweigerung durchgeführt, indem sie trotzdem dahin geflogen sind. Und dann sehen wir mal weiter jetzt. Versucht, sie davor zu warnen. Cortana dient uns nicht mehr, Captain. Sie ist eine Gefahr. Sie hat Zugriff auf die Domäne der Blutsväter. Ein galaxieweites Netzwerk, Cortana mit lebt? Dem sie kontrollieren kann, was auch immer diesen Schaden anrichtete. Wie hat sie... Der Master Chief glaubt, sie hat ihn kontaktiert. Was? Nein. John darf nicht mit ihr sprechen. Und jetzt ist er auf der Suche nach ihr. Sie ließen ihn gehen? Wie ist das? Niemand schreibt dem Chief was vor. Er macht, was er will. Bis 6.31 Uhr heute Morgen. Als er sich unerlaubt entfernte. Es geht hier nicht um den Master Chief. John ist emotional nicht in der Lage, sie als Bedrohung zu sehen. Hey! Würde mir mal jemand antworten? Du gehst zu weit, Roland. Ja, Sir. Aber alle anderen auch. Sie erschufen Cortana und nun unterschreiben sie mit diesen Anschuldigungen ihr Todesurteil. Roland. Sie glauben, der Master Chief hätte wegen ihr seinen Posten verlassen? Bei allem Respekt, Sir, warum? Warum ist Cortana das Problem? Weil sie sich geweigert hat zu sterben, als sie sollte? Oh, das ist natürlich deeper Shit, Alter. Okay. Das ist eine berechtigte Frage, ja. Kannst du damit leben? Ist nicht nur irgendein weiteres Ziel. Jedes Ziel ist nur ein weiteres Ziel, Buck. Ja. Buck von ODST. Ich war gern bei der OST. Zählen und schießen. Nichts von diesem Grauzonen-Schwachsinn. Ich meine, wie sollen wir sie denn überhaupt nach Hause bringen? Höflich fragen? Nein. Was zum... Eine Rüstungssperre. Legt ihre Systeme lahm. Yo, Locke. Locke. Stimmt, so hieß der. Jeder andere Spartan. Jeder Soldat, der davon Wind bekommt. Sie werden uns hassen. Das weißt du, oder? Du bist nicht als Einziger wegen ihm hier. Was ist denn das für eine Antwort, hä? Ja, so würde ich auch durchstehen. Mann, diese Shaky Cam, was soll denn der Müll? Das ist nicht cool. Oh, Locke, das war eine echt schlechte Antwort. Wisst ihr? Der Ex ist jetzt hier und will nichts mitbekommen. Er guckt sich das aber die ganze Zeit an, aber will den Ton nicht hören. Ich verstehe es nicht. Was? Krimiserie mit, der andere Spartan, mit dem Locke sich gerade unterhalten hat. Das ist der von OST. Die Allianz hat den Planeten
Er meinte, dieser damalige OST würde bei einer Serie mitspielen. Krimi-Fans. Krimiserie. Boah, das sieht. Das sah mega cool aus, ich wollte weiter gucken. Jetzt sind wir plötzlich hier? What the fuck? Was ist hier los? Vielleicht sind noch mehr Leute hinter dem Master Chief hier. Wer auch immer da in meinem Lift ist, identifizieren Sie sich. Hier spricht Spartan Jameson Locke, UNSC. Schläger, allesamt. Und mit wem spreche ich? Hier ist Governor Sloan. Und Sie können... Ich traue den ganzen nicht. Er wollte wohl keine Hilfe. Er kriegt sie so oder so. Elevator Tunnel M5. Okay. Hallo. Spartans? Ja. Was zur Hölle machen Spartans hier? Was geht hier vor? Die Meridian-Station wird angegriffen. Sloan versucht Widerstand zu leisten, aber ich habe da oben Familie. Sie sind unbewaffnet. Osiris, die Leute der Station brauchen unsere Hilfe. Was sind denn das für Dinger? Darf ich jetzt reden oder verdecke ich hier wichtige Gespräche? Was geschieht hier? Ah, diese typische Szene. Man trifft aber ein paar Leute, die einfach jetzt irgendwo rumstehen, einfach was labern und die müssen lostackeln. Hat man eigentlich fast in jedem Halo schon so gesehen. Meridian-Zentrale. Öffnen Sie die Türen zum Weltraumlift. Es wurde überrannt. Machen Sie auf, dann können wir helfen. Verflucht, keine Nachschauen. Na schön. Was denn? Komisch schnell. Okay, Gegner. Verdammt, mein Steuerkreuz bewegt sich nicht. Hör auf, der ist tot. Basis ist abgeriegelt, nichts zu machen. Die Sicherheitssysteme müssen doch abschaltbar sein. Ja, die Bedrohung ausschalten, dann endet die Abriegelung. Übrigens, wir spielen immer noch auf Heldenhaft jetzt weiter, ne? Nochmal als Information. Dann kann man dazu mal was zu sagen, weil die ganze Zeit zwischen da. Ich hab Angst, dass ich irgendwas Wichtiges überlaber. Ich hab hier runter. Hier drauf. Häng gerade Prometheaner an unseren Geschützen dran. Echt mal. Scheiß Heuschrecke. Stirb. Er stirbt nicht. Er ist gestorben. Ihr macht mal den da fertig. Ich kümmere mich um einen anderen. Ich muss jetzt auch noch mal kümmern. Ja. Stirb. Ich sollte mal. Scheiße. Leute, würdet ihr vielleicht gerade mal so, danke. Guck mal, ihr macht mal den da fertig und ich gucke mal, ob ich hier irgendwo Munition finde. Fuck the what, wo kommt ihr denn her? Pass mal, komm, schmeiß die Scheiße. Boom! Du folgst, du Lappen. Ist irgendwas Wichtiges? Ja, sweet, ein Bausparvertrag. Okay, ist irgendwas hier oben? Wenn man jetzt hier schon so hoch kann und da ein paar Viecher lauern, dann muss ja auch irgendwas sein. Oh, es ist Weihnachten! Ist ja wie Weihnachten hier. Sweet, dass ich damit nicht umgehen kann. Ha! Auf mich zu treffen, wenn ihr mich nicht trefft. Okay. Oh, meine beiden Spartans sind down. Sind alle drei Spartans down? Nein, einer ist da. Ja,
Der hat sich nicht verschanzt, der ist verglüht. Machen wir es doch lieber so. Mal. Aua, hört doch mal auf jetzt. Hört jetzt mal auf? Danke! Mann, seid ihr alle stressig. Habt ihr euch eure Mutter nicht lieb gehabt oder was? Ich kann No-Scope besser ballern als anvisiert oder was? Ich muss nachladen. Ich hab nachgeladen. Schieße, ich bin fast down. Ich geh in Deckung. Das hört mich durch, auf dass ich hier durchkomme. What the fuck? Okay, ich müsste eigentlich hier durchballern können, oder? Jetzt ist aber mal gut da unten, ey. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Stressig. Zu dem muss ich wahrscheinlich hin. Ihr seid hässlich und das wisst ihr auch. Wow, ich treffe jeden mit einem Schuss schon mal. Das ist schon mal irgendwie nichts wert. Mann! Das ist schön. Baller zurück. Kannst du doch, oder? Grundausbildung. Keine Sniper mehr. Ey, Dude. Ey, Dude. Pass mal auf, wir machen das so. Pass mal auf. Ja, ja, können wir gleich machen. Geh mal deinen Sniper. Hör auf zu jammern, du Arsch. Du hast eine fucking Shotty bekommen. Geil, dass der nicht stirbt. Ist das ein Ami oder was? Hat der nicht getan. Die Amis beleidigt. Wir haben Bug verloren. Zieht euch zurück. Ihr seid hässlich. Mann! Okay, warte mal, weißt du was? Wo hatten wir denn... Alter! Stück Dreck. Ins Gesicht. Da unten haben wir das. Fucking Double Kill. Deckung. Also heldenhaft ist dann alleine doch ein bisschen anspruchsvoller. Gegner im Visier. Aber ich sag mal, jetzt hier mit. Jetzt ziemlich schnell. Ja, geiles Team, dann hör auf, den Schuss mal zu feiern! Was hat der? Bodenturm mitgemacht oder was? Sag mal, wie viele gibt's denn hier noch? Was war der denn da? Mitnehmen. Ein Springer-Commander ist mit Verstärkung aufgetaucht. Welche Überraschung. Down. Ein Springer-Commander. Boah, Alter, was hält denn der aus? Kann es sein, dass ich tot bin? Scheiße. Von hier oben hat man als ob, du Lappen! Fick dich. Es sind so fucking viele Gegner. Tanaka gefallen. Läuft vor mir.
Nur weil ich dich von hier aus treffen kann, heißt das nicht, dass du mich von hier aus treffen kannst.